Herr Jelbke für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Debatte, die im Moment im Europäischen Parlament läuft über die Asylpolitik, setzt im Wesentlichen auf Abschottung und Ausgrenzung. Und ich will hier noch mal daran erinnern, Jahr für Jahr haben wir tausende Tote auf dem Mittelmeer. Und Jahr für Jahr ist versprochen worden, dass endlich Verbesserungen in der Asylpolitik stattfinden soll, beziehungsweise dass dieses Elend endlich beendet wird. Dafür tritt Die Linke ein. Und diese Debatte, die in Europa geführt wird, ist meines Erachtens nicht ein Millimeter auf diesem Weg. Und in der Tat ist es so, dass wir mit unserem Antrag darauf aufmerksam machen wollen, was ansonsten hinter verschlossenen Türen gegenwärtig dort diskutiert und beschlossen wird. Dort findet ein regelrechter Wettbewerb der Entrechtung in der Asylpolitik statt. Und dazu möchte ich Ihnen gerne drei Beispiele geben. Erstens, die massiven Verschärfungen des Dublin-Systems. Wer sein Asylverfahren künftig nicht in dem Land betreibt, das er zuerst betreten hat, soll dauerhaft grundlegende Rechte verlieren. Es drohen zum Beispiel Leistungskürzung unter das Existenzminimum und eine Aushöhlung von Asylverfahrensrechten durch verkürzte Asylprüfungen. Vielen Flüchtlingen wird dadurch ein sicherer Schutzstatus versagt werden, nur weil sie sich meist aus guten Gründen im falschen Mitgliedstaat der EU aufhalten und einen Antrag stellen, kann man nicht einfach sagen, das ist jedenfalls für uns inakzeptabel, meine Damen und Herren. Die Linke fordert schon lange hier ein Modell, dass die Schutzsuchenden ihren Antrag in Europa in dem Land stellen können, ihrer Wahl. Denn, ich sage Ihnen es ganz einfach, für die Integration wäre das super. Erstens werden Sie dorthin gehen, wo Sie Familienangehörige haben. Und zweitens werden Sie dorthin gehen, wo Sie die Sprache sprechen. Das ist in der Tat integrationsfördernd und würde auch andere EU-Länder entlassen, wie zum Beispiel Griechenland oder Italien. Mehr beanspruchte Länder innerhalb der EU sollen dafür einen fairen finanziellen Ausgleich zahlen. Zweites Beispiel. Selbst Bürgerkriegsländer sollen künftig zu sicheren Drittstaaten erklärt werden können, wenn es dort sichere Gebiete gibt. Ich bitte Sie, meine Damen und Herren, wir haben hier über 1,5 Jahre die Debatte um Afghanistan, um sogenannte sichere Gebiete. In Kriegsländern gibt es in der Regel keine sicheren Gebiete. Und wie wollen Sie überhaupt dort Asylverfahren durchführen? Es ist wirklich beschämend, auch vor dem Hintergrund, dass natürlich die Genfer Flüchtlingskonvention Anwendung finden muss. Und im Übrigen hat auch das Bundesverfassungsgericht darauf aufmerksam gemacht, dass das keine sicheren Drittstaaten sein können. Drittes Beispiel, und da komme ich noch mal auf Herrn Kuhle von der FDP zu sprechen. Die Zusammenarbeit mit mörderischen und kriminellen Regimen außerhalb Europas soll ausgebaut werden, laut dieser ganzen Debatte innerhalb der EU. Zum Beispiel jetzt ist es schon so, die libysche Küstenwache wird von der EU finanziert. Und Flüchtlinge werden damit vom Mittelmeer direkt weggefischt, um wieder nach Libyen zurückverbracht zu werden. Sie wissen ganz genau, so wie ich, dass in Libyen Menschen in unmenschlichen Lagern verfrachtet werden, dass sie dort gefoltert werden, verschleppt werden und sogar an Sklaverei verkauft werden. Und ich sage Ihnen ganz klar, das ist für uns nicht hinnehmbar, diese Art und Weise der Zusammenarbeit. Die EU hat hier keine Lösungsschritte gemacht, sondern im Grunde muss man wirklich sagen, hier wird tausendfach Menschenrechtsverletzung begangen und damit muss endlich Schluss sein. Zum Schluss, ja, ich komme zum Schluss, möchte ich noch darauf aufmerksam machen,
dass gerade in diesem Moment Erdogan eine miese Schlacht führt gegen Menschen in Syrien, gegen Afrin. Und das mit deutschen Panzern. Und für mich ist es das beste Beispiel, wie auch in diesem Hause von dieser Regierung Fluchtursachen selbst mitgemacht werden und Fluchtursachen zu verantworten sind. Fangen Sie da mal an, endlich aufzuhören, Waffen zu liefern, damit Menschen nicht mit deutschen Waffen bedroht und getötet werden. Vielen Dank, Ulla Jelke. Nächster Redner zu seiner ersten Rede im Deutschen Bundestag hat Michael Kufer für die